Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema deine erste Krav Maga Stunde. Was musst du beachten? Welches Equipment brauchst du? Worauf musst du gefasst sein? Was erwartet dich in deiner ersten Stunde? Bevor wir auf deine erste Krav Maga Stunde eingehen, erstmal kurz zum Thema Krav Maga. Was? Krav Maga ist keine Kampfsportart. Krav Maga ist ein Selbstverteidigungssystem. Wir benutzen Techniken aus dem Kampfsport, Tritte, Schläge, Hebel, um sie auf die Selbstverteidigungssituation anzuwenden. Gute Nachricht ist, für dein Krav Maga Probetraining brauchst du eigentlich überhaupt kein Equipment. Du brauchst sportliche Kleidung, am besten Kleidung ohne Reißverschlüsse, Hose, T-Shirt, ein Handtuch und etwas zu trinken. Für das Krav Maga Training empfiehlt sich eigentlich eine lange Hose, weil es auch Techniken am Boden gibt und durch die Reibung am Boden bist du mit der langen Hose einfach besser geschützt. Wenn es im Sommer 30 Grad hat, sind natürlich auch kurze Hosen okay. Das hängt immer ein bisschen vom Thema ab, welches in der Stunde behandelt wird. Haben wir auch einen Artikel auf unserer Homepage. Wenn du mehr Infos über Krav Maga Hosen haben möchtest, klick unten auf den Link und da hast du den ganzen Artikel über die Krav Maga Hose. Brauchst du Schuhe beim Krav Maga Training? Es kommt darauf an, in welcher Location du trainierst. Manche Locations bieten Training auf Matten an. Da ist das Training nur barfuß oder mit speziellen Mattenschuhen erlaubt. In anderen Locations kannst du mit Straßenschuhen trainieren. Informier dich also vorab, wie die Gegebenheiten vor Ort sind, dass du bestens gerüstet bist. Bevor du das Training startest, ist es wichtig, dass du deinen Schmuck ablegst. Keine Uhr, keine Halskette, alles ausziehen, weil du damit dich und andere verletzen könntest. Wenn du Ohrringe hast, solltest du die Ohrringe abkleben. Wenn du einen Ring hast, den du nicht ausbekommst, solltest du den Ring ebenfalls abkleben. Du brauchst bei deinem Probetraining keine Angst vor Verletzungen zu haben. Die Trainer tragen dafür Sorge, dass du dich nicht verletzt, dass du sicher in einer sicheren Umgebung trainierst. Wenn du dich dazu entscheidest, regelmäßig Krav Maga trainieren zu wollen, dann solltest du dir einen Tiefschutz und einen Mundschutz zulegen. Ja? Der Mundschutz schützt die Zähne, der Tiefschutz schützt das Genital, den Genitalbereich. Den Tiefschutz gibt es für Frauen und für Männer. Ganz wichtig, bei regelmäßigem Krav Maga Training brauchst du einen Tiefschutz. Wenn du in den Bereich des fortgeschrittenen Trainings kommst, dann solltest du dir auf jeden Fall Boxhandschuhe zulegen für Sparringseinheiten. Du solltest dir einen Shin Guard, einen sogenannten Schienbeinschoner, zulegen, um dein Schienbein zu schützen. Und du solltest dir einen Helm, am besten mit Gesichtsmaske, zulegen, um am Sparring teilnehmen zu können. Allgemein zu deinem Probetraining ist zu sagen, oder generell zu deinem Krav Maga Training ist zu sagen, dass wir immer mit gegenseitigem Respekt trainieren. Das heißt, wir respektieren unseren Trainingspartner. Wir sind immer nur so gut wie unser Trainingspartner. Wir wollen uns nicht gegenseitig verletzen und wir wollen Spaß beim Training haben. Wenn du weitere Fragen zum Thema Selbstverteidigung und Krav Maga hast, dann schreib uns gerne einen Kommentar. Wir gehen sehr, sehr gerne auf deine Fragen und Anregungen ein. Schreib uns auf Instagram @strikefit.de. Wir freuen uns, wenn du uns folgst. Demnächst werden wir weitere Videos machen, wo du uns mal live in Action bei einem Training siehst. Wenn du also Fragen hast zu vielleicht Techniken oder Situationen, dann schreib uns gerne hier einen Kommentar. Klingel die Glocke, folg uns auf YouTube, auf Instagram. Dankeschön.